Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal haben wir uns mal ein bisschen angeschaut, wie die Magie in Gothic so funktioniert. Allerdings haben wir bisher nur, das Schwert wollte ich nicht ziehen, nur relativ wenige Zaubersprüche, nämlich die drei hier, den Feuerpfeil, das Licht und die Heilung. Und irgendwie können wir mit dem Feuerpfeil noch nicht so wirklich viel reißen. Also so ein Scavenger oder eine Mole Rat kriegen wir damit durchaus tot. Aber irgendwie bringt es das noch nicht so richtig. Deswegen hoffe ich mal, dass wir bald bessere Zaubersprüche bekommen. Aber ich fürchte, dafür müssen wir auch erst noch ein oder zwei Kreise aufsteigen. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Ich möchte hier den Wald noch ein bisschen weiter erkunden. Denn da sind noch einige Gegner drin, wie zum Beispiel diese Blutfliegen da hinten oder die Mole Rats, die ich doch gerne erledigen würde, auf konventionelle Weise mit dem Schwert. Denn, komm her. Die geben uns gut Erfahrung und Erfahrung brauchen wir momentan. Denn wenn wir uns hier mal unsere Erfahrung anschauen, ja, ungefähr noch 5.500 Erfahrung brauchen wir, um ein Level aufzusteigen. Und dann haben wir auch, falsches Menü, oh nein, wir haben ja sogar schon 20 Lernpunkte. Ich glaube, 20 brauchen wir auch für den nächsten Magiekreis. Aber egal, Erfahrung ist immer gut, Lernpunkte sind immer gut. Deswegen gehen wir immer hier durch den Wald und hauen alles kurz und klein. Zumindest das, gegen das wir ankommen. Vielleicht finden wir auch Sachen, gegen die wir nicht ankommen. Mal schauen. Nein, die ist schon tot. Du brauchst sie nicht noch einmal zu hauen. So, außerdem kriegen wir dadurch schöne... Ach, die habe ich schon ausgenommen. Schöne Blutfliegen, Flügel und Stachel und Fleisch und... Also nicht von den Blutfliegen natürlich, aber von den Scavengern. Und eventuell noch ein paar andere Sachen. Zähne, Klauen, Felle. Wer weiß, was uns hier noch so erwartet. Und das können wir dann alles ganz gut verkaufen. Nein, noch im Boden. Da springe ich jetzt noch nicht rein. Erstmal muss diese Morad dran glauben. So, ist hier vorne noch irgendwo... Ui, ui, ui. Ja, es fängt ja gut an. Erstmal schön sterben. Super, okay. Machen wir das doch nochmal. So, ja, hallo. Und naja, das Intro kann ich mir ersparen. Das habe ich schon gemacht. Okay, ja, hier vorne ist eigentlich nichts mehr, bis auf diesen einen Scavenger. Denn da drüben ist ja die alte Mine. Und ich bin schon von da oben gekommen und hier entlang gegangen. Denn das ist das neue Lager, was sich da hinten befindet. Das können wir uns auch einmal auf der Karte anschauen. Ja, da sind wir, ne? Da oben dieser... Ja, ich will schon wieder mit dem Finger drauf zeigen, was natürlich überhaupt nichts bringt. Aber da oben diese kleine Einbuchtung. Ich weiß nicht, ob er erkennt, welche ich genau meine. Das ist eben die alte Mine. Und da links der See, das Wasser. Oder sollte ich besser sagen, im Norden und im Westen. Ist ja auf Karten eher so als oben und unten. So, versuchen wir das doch nochmal. Ich versuche diesmal nicht hier runterzufallen. Ihr seht, da ist noch eine Höhle. Aber die spare ich mir auf. Das gucke ich mir später an. Erstmal will ich wissen, wohin diese Blutfliege fliegt. Hallo? Was machst du denn? Gehst du auf Weltreise oder wie? Ja, dann reist du mal rum. Schau dir die Welt an. Aber denk dran, nicht durch die Barriere gehen. Dann gehst du nicht drauf. Ich hoffe, die kommt irgendwann zurück. Ich würde gerne schon irgendwie die Erfahrung haben, auch wenn es nur 70 sind. Ja, irgendwie. Außerdem, ich kann auch nicht einfach einen Gegner übrig lassen. Das geht gegen meine Grundsätze als Spieler. Das finde ich auch mal so furchtbar in irgendwelchen Spielen, wenn so respawnende Gegner haben. Also klar, es gibt durchaus Spiele, bei denen macht das Sinn. Oder ergibt es Sinn, besser gesagt. Das ist ja richtig. Nicht, dass ich hier irgendwie aufregt, dass ich macht Sinn sage. Jetzt habe ich den Faden voll. Ach ja, genau, respawnende Gegner. Es gibt Spiele, bei denen ergibt das Sinn. Durchaus. Mir kommt da zum Beispiel jetzt gerade Killing Floor in den Sinn. Aber das sind dann halt in Killing Floor beispielsweise Wellen von Gegnern, die immer wieder kommen. Und die Wellen spawnen halt. Aber an sich sowas wie Gothic, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass hier die Gegner immer wieder neu spawnen. Und natürlich geben die Gegner dann auch jedes Mal Erfahrung. Und damit man dann nicht irgendwie sich die ganze Zeit hochlevelt und hochgrindet, müssen die Gegner wieder weniger Erfahrung geben, wodurch das ganze Grinden länger dauert und bla. Und das finde ich doof. Und selbst in einem Spiel, in dem man keine Erfahrung bekommt, beispielsweise habe ich jetzt vor kurzem
das erste Mal in meinem Leben Turok gespielt. Also das erste, Turok Dinosaur Hunter. Das ist ja jetzt frisch auf Steam rausgekommen. Also, naja, frisch, mehr oder weniger. Je nachdem, wann ihr das Video seht natürlich. Und selbst wenn ich, während ich hier gerade aufnehme, ist es schon ein paar Wochen draußen, glaube ich. Doch, ja, es ist schon ein paar Wochen draußen. Wie auch immer. Ich spiele nicht, ja, ich spiele ja nicht immer Spiele sofort, wenn sie rauskommen. Auf jeden Fall ist das halt ein Shooter für diejenigen, die es nicht kennen. Und da gibt es halt überhaupt keine Erfahrung. Wenn man einen Gegner tötet, dann hat man davon, dass die Gegner weg sind und einen nicht mehr nerven, während man die Level erkundet. Und dieses Spiel hat nämlich respawnende Gegner. Nicht alle Gegner respawnen, aber ein paar. Und das ist teilweise schon ein bisschen nervig gewesen. Und das mag ich halt nicht. Ich mag es gerne, wenn man durch die Gegend laufen kann und besiegte Gegner bleiben dann auch besiegt. Und vor allem in so Spielen wie Gothic eben, wo man dann Erfahrung dafür bekommt, ist das auch schön, wenn man dann tatsächlich einen Bereich komplett leer räumen kann und sich dann sagen kann, ja, diesen Bereich, den habe ich jetzt fertig. Und nicht halt irgendwann sagen muss, okay, ich habe jetzt hier in diesem Bereich genug Gegner getötet, es kommen halt immer wieder neue, ich habe jetzt aber keine Lust mehr, ich gehe jetzt in den nächsten Bereich, weil ich irgendwie stark genug bin oder so, das finde ich halt gut. Ja. Das wäre auch irgendwie dämlich, stellt euch mal vor, es werden immer wieder hier in Gothic neue Scavenger kommen. Ja, ansonsten, was machen wir heute noch in der Folge? Nicht viel, ehrlich gesagt. Also nur ein bisschen herumlaufen und Gegner töten und Pflanzen und Pilze aufsammeln. Und einfach mal schauen, was wir denn hier so Spannendes finden können. Ja, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Da vorne sind die beiden Jäger aus dem neuen Lager, die wir ja am Anfang des Spiels getroffen haben. Und ich will mal schauen, ob ich hier überhaupt schon alles gekauft habe. Nee, Drax hat mich trainiert. Okay, sie haben beide nichts mehr zu sagen, das heißt, ich habe bereits alle Jagdfähigkeiten gelernt, die ich von den beiden lernen kann. Also Zähne ausnehmen, Felle ausnehmen, Krallen entfernen. Ich habe das Gefühl, es waren vier Sachen. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was das vierte war. Also das mit den Blutfliegen, Flügel entnehmen, das haben wir ja aus einem Buch gelernt. Das habe ich nicht von denen beigebracht bekommen. Ich glaube, heute war es noch. Heute und Felle waren getrennte Sachen. Das ist ein Wolfsbau. Komm mal her. Ui, die kriegen wir noch gar nicht mit einem Schlag tot. Aber das ist nicht schlimm. Genau, Wolfsfell und Zähne bringen die uns sehr schön. Ist nicht schlimm, ich meine, zwei Schläge. Wo ist jetzt der große Unterschied? Ich meine, wir haben eine so gute Rüstung an. Naja, Robe. Oh, da ist ja noch einer übrig gewesen. Ach Mist, ich bin zu sehr die Scavenger und die Blutfliegen gewöhnt. So, sehr schön. So, da oben habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Da sind andere Gegner, mit denen wir noch nichts zu tun hatten. Also da oben sind sie. Da. Und hier hinten waren die auch. Okay, nee, das sind jetzt Scavenger, die kann ich eben noch erledigen. Aber da vorne in einem Höhleneingang standen sie. Und da habe ich noch nichts zu gesagt. Wir werden uns gleich mal genauer anschauen. So, erstmal hier die Scavenger ausnehmen. Hallo, dankeschön. Ich glaube, das Fleisch haben wir schon von Anfang an bekommen. Da rechts sind sie. Aber ich möchte eben die Blutfliegen erledigen. Nicht, dass wieder eine davon sich entscheidet, dass sie Lust hat, mal ein anderes Gebiet sich anzuschauen. Das fände ich jetzt irgendwie doof. Hallo. Du sollst nicht auf den Baum klettern. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, wie wir an diese Blutfliege rankommen, ohne das Schwert zu benutzen. Ja, die Blutfliege fängt auch an zu brennen. Sehr seltsam. Ich verstehe nicht, warum das bei anderen Gegnern nicht funktioniert. Aber ist ja auch egal. So, hier ist wieder das Loch. Und dann speichere ich mal wieder, bevor ich irgendwo runterfalle und mir das Genick breche. Und dann schauen wir uns mal die Gegner an. Es ist sowieso sinnvoll zu speichern, bevor wir uns diese Gegner anschauen, würde ich sagen. Was haben wir denn da? Snapper, ja. Ich glaube, um die möchte ich erstmal noch einen Bogen machen. Das heißt, wir werden sie nur aus dieser Ferne sehen. Aber das sind schon etwas aggressivere Gegner und die können einen ziemlich schnell zerreißen. Das Problem ist halt, dass sie auch immer, dass sie in diesen Gruppen unterwegs sind.
Also mit dem Einzelnen würde ich ohne Probleme fertig werden, mit der Gruppe weiß ich es halt noch nicht. Ich habe gerade auch keine Lust, gegen dich zu kämpfen, deswegen lasse ich sie erstmal da stehen. Und die sind halt auch sehr schnell. Das ist ein bisschen doof. Von denen kann man einfach nicht weglaufen. Weißt du, wenn so ein Mallrat hinter dir her ist oder ein Scavenger oder irgendwie eine Blutfliege sogar, dann rennt man halt irgendwie ein paar hundert Meter und dann ist das auch gut. Dann sind sie weg. Aber bei den Viechern, keine Chance. So, wir schauen uns mal diese Höhle hier an. Hier ist das Loch, in das wir geschaut haben. Und dass ich nicht runterspringen wollte, wo ich gesagt habe, ja, da springe ich später runter, was ich jetzt doch nicht mache. Weil ich einfach diesen Weg hier gehe. Tja, ich bin manchmal ein kleiner Gegner. Wie auch immer. Egal, vergesst das. Wir nehmen hier erstmal diese Mallrats aus. Und viel mehr als diese Höhle hier, beziehungsweise den Canyon, diese Schlucht, gibt es hier eigentlich auch gar nicht. Na, irgendwie habe ich die Steuerung nicht so richtig drauf heute. Ich weiß auch nicht, was los ist. Aber ihr seht vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob ich da schon drauf hingewiesen habe, aber hey, Maussteuerung, ich kann mich mit der Maus wieder sinnvoll umschauen. Ich meine, ich könnte das Spiel natürlich auch komplett mit Tastatur spielen, dafür ist es ja ursprünglich ausgelegt gewesen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Aber mit Maus ist es dann doch irgendwo schöner und angenehmer. Außerdem kann ich mich damit viel besser umschauen und euch Sachen zeigen, die mir irgendwie auffallen. Hier irgendwie die Baumkronen, naja gut, die Kronen kann man jetzt von hier unten nicht sehen, aber das Laubdach, ja, wenn man jetzt nur so rumgeht und dann den Nummernblock festhalten muss, um sich umzugucken. Also hier das Null auf dem Nummernblock, so wie damals beispielsweise in Tomb Raider. Ja, das ist halt doof, wenn man dann so rumläuft. Dann kann man nicht alles unbedingt so gut sehen. Deswegen Maus ist das wesentlich angenehmer. So, ich denke, das war's, oder? Ja, da vorne ist wieder das alte Lager. Könnte ich eigentlich nochmal hingehen und den nächsten Kreis lernen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Also ich werde erstmal planen. Erstmal werde ich jetzt ins alte Lager gehen und da werde ich dann mit den nächsten Kreis lernen, gucken, ob die noch eine Rune haben. Ich glaube, Feuerball müsste noch vorrätig sein. Dann werde ich einmal ins neue Lager marschieren und den Wassermagiern einen Besuch abstatten. Ich würde sagen, die haben nämlich auch noch irgendwie ein oder zwei Zauber, die wir nutzen können. Und dann begeben wir uns da in den östlichen Wald und gucken da mal noch, was wir da abschlachten können. Und wenn wir das getan haben und alle Gegner besiegt haben, die wir soweit besiegen können, dann machen wir uns auf ins Sumpflager und treiben die Story mal ein bisschen voran. Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Außer ihr habt natürlich eine bessere Idee. Und dann, falls ihr irgendwas noch sehen wollt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Aber denkt dran, das Spiel ist ja bei weitem noch nicht vorbei, deswegen irgendwelche Gebiete, wo wir noch nicht waren, beispielsweise, was weiß ich, fällt jetzt kein gutes Beispiel, einfach ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Also ich kenne ein paar, aber ich möchte jetzt auf keins irgendwie einen besonderen Fokus legen. Aber ich muss mal eben gucken, da in der Höhle war ich schon, nicht wahr? Ja. Auf jeden Fall werden wir ja noch ein bisschen herumkommen hier in der Kolonie. Aber erstmal werden wir ins Lager kommen. Was ich ein bisschen schade finde, wir sind jetzt als Feuermagier und Feuermagier sind eigentlich hoch angesehen und so. Aber die Dialoge mit den ganzen NPCs sind immer noch die gleichen wie vorher auch, mehr oder weniger. Und wir kriegen leider auch nicht irgendwie von... Wobei, das habe ich... Ich glaube, ich habe als Feuermagier noch nie mit Gomez geredet. Das möchte ich mal eben ausprobieren, ob wir da irgendwie, was weiß ich, unseren Anteil bekommen können oder so von dem, was die Erzbarone mit dem König tauschen und handeln. Da bin ich jetzt gespannt. Oder vielleicht mit Raven oder so. Oder habt ihr irgendwie was zu sagen? Alles klar bei dir? Alles klar bei mir, ja, danke. Ja, es sind halt immer noch die Standard-Dialog-Optionen. Raven ist irgendwie mal wieder nicht da. Sehr interessant. Hallo, Freund. Ja, ich werde als Freund bezeichnet, aber immerhin. Also sie haben schon ein bisschen Respekt vor mir, weil ich Feuermagier bin. Ach, hier ist Raven. Hallo. Es war doch klar, dass es Lager gibt. Oh, ich kann einen Zwischenbericht abgeben, das ist schön. Ich will einen Zwischenbericht abgeben.
Gut, ich bin gern gut informiert. Aber Sie wollen die Eier einer Minecrawler-Königin, um daraus ein Elixier herzustellen, durch das Sie Kontakt zum Schläfer aufnehmen können. Ich habe die Eier bei mir. Interessant. Bin gespannt, ob die Sache funktioniert. Bring die Eier in den Tempel. Genau. Ja, das ist ja jetzt schon etwas länger her, dass wir diesen Auftrag bekommen haben, aber eigentlich sind wir ja nur ins Sektenlager gegangen und dann später in die alte Mine, weil wir den Auftrag bekommen haben, damals noch als Schatten, das Sektenlager auszuspionieren. Aus dem Grund haben wir das ja überhaupt gemacht. Wie steht der Erzhandel? Die alte Mine spuckt genug aus. Die letzte Lieferung aus der Außenwelt war ziemlich fest. Wo ist mein Anteil? Ha? Lass mich mal durch. Ja. So, erstmal noch mit Gomez hier reden. Hallo. Ich wollte mal einen Zwischenbericht abgeben. Dann geh zu Raven. Und sprich mich nie wieder an, ohne dass du dazu aufgefordert bist. Aha. Ich bin nicht mehr einer deiner Schatten, ja? Ich bin hier Feuermagier, Mann. Pass auf, was du sagst. Ich habe einen sehr gefährlichen Feuerpfeil. Ha! Zumindest Seraphia kann ich damit beeindrucken. Das wäre witzig, wenn Gomez so aufgeschrien und dann weggerannt wäre. Vielleicht kann man das ja modden. Naja. Wo sie jetzt überhaupt hinrennt? Ah, okay, sie hat sich beruhigt. Alles klar. Oh Mann, dieses Spiel. So, Torres. Magie zu Ehren. Hast du vielleicht noch was für mich? Achso, erstmal sollte ich vielleicht... Moment, erstmal schauen wir nach. Magie zu Ehren. Ob er noch... Ich möchte Schriften über Magie erwerben. ...mehr Runen hat. Die wir gebrauchen können irgendwie. Was haben wir denn da? Den Feuerball. Kreis 3. 700 Erzen. Boah. Ich würde sagen, den nehmen wir uns erstmal. Und ich glaube, du hast auch hier noch die Bücher für die Kreise der Magie im Angebot, nicht wahr? Ja. Bis zum 6. Kreis hoch. Dann holen wir uns auch mal das Buch für den 3. Kreis der Magie. Und was geben wir mir dafür? 850. Habe ich noch Waffen? Ich habe noch Waffen. Ja. Wobei es eigentlich auch doof, dann ist ein Inventar voller Waffen. Das will ich auch nicht. Ach je. Hier, du kannst schon mal die Feuerpfeil-Schriftrollen haben. Die brauche ich sowieso nicht mehr. Heilung brauche ich nicht, Licht brauche ich nicht. Feuerball-Schriftrolle brauche ich dann auch nicht mehr. So, was ist denn mit den Amuletten? Ring der Gewandtheit brauchen wir definitiv nicht. Das Amulett der Flammen möchte ich mir erstmal aufbewahren. Die Harnisch-Amulette brauchen wir auch nicht. Flammenschutzring. Ja, den heben wir uns auch erstmal auf. So, dann kann ich hier noch ein bisschen Erz dazu packen. Wir haben ja genug Erz eigentlich. So. Wunderbar. Dann schauen wir uns doch erstmal an, was denn das Buch über den 3. Kreis der Magie überhaupt sagt. Da haben wir es doch. Ein 3. Kreis. Manche Zauber können mit einer bestimmten größeren Anzahl von magischer Energie gespeist werden. Diese werden auch Aufladungszauber genannt. Andere Zauber werden aufrechterhalten, solange der Magier seinen Mana in diesen Spruch einfließen lässt. Solche Zauber heißen Investierungszauber. So, dann haben wir den Feuerball. Das zweite Geschenk Innos an die Kinder des Feuers. Ein Ball aus Feuer, der sein Opfer verbrennt. Aufladbarer Zauber mit Mana-Kosten 5. Dann haben wir den Eisblock. Das Opfer wird in einem Eisblock eingefroren. Ein Zauber aus dem Tempel der Wassermagier. Das klingt auch ziemlich praktisch. Und den Kugelblitz. Eine Kugel geschaffen aus magischer Energie mit Mana-Kosten 5. Na, gucken wir mal, ob wir da irgendwie rankommen können. Also zumindest an den Feuerball sind wir schon rangekommen. Den haben wir ja gerade gekauft. Aber... Hallo? Nee, du hattest... Magie zu Ehren. Ach Quatsch, mit dir wollte ich gar nicht reden. Choristo, mit dir wollte ich reden. Magie zu Ehren. Genau, 20 Lernpunkte für den 3. Kreis. Naja, dann haben wir zwar keine Lernpunkte mehr übrig, aber gut.
kannst du mich den dritten Kreis lehren? Weißt du, den sauren Apfel. Der dritte Kreis der Magie ist einer der wichtigsten Schritte im Leben eines Magiers. Nicht länger bist du ein Suchender. Du bist bereits ein Stück des magischen Weges gegangen. Du hast gelernt, die Ruhe zu nutzen. Dieses Wissen ist das Fundament für deinen weiteren Weg. Nutze die Runen mit Bedacht. Du kannst eine Rune nutzen oder nicht. Aber entscheide dich für eine der Möglichkeiten. Zögere nicht, deine Macht einzusetzen, wenn du dich einmal entschieden hast. Erkenne deinen Weg, dann wirst du die Macht der Entscheidung erkennen. Aha, okay. Werde ich mal im Hinterkopf behalten. Ja, den vierten Kreis der Magie können wir ja auch noch lernen für 25 Lernpunkte. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein Stückchen entfernt. So, jetzt rüsten wir erstmal hier den Feuerball aus. Ich glaube, dann packe ich den direkt auf die 4. Weil ich den Feuerfall werde ich wohl nicht so oft brauchen. Denke ich zumindest. Gut, dann würde ich sagen... Wobei... So dringend muss ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht ins neue Lager. Würde ich sagen, wir gehen einmal hier irgendwie schlafen. Da kann ich mir sicherlich irgendwie eins der Betten der Gardisten auswählen, um unseren Mana wieder aufzufüllen. Und dann gehen wir nochmal ein bisschen in den östlichen Wald. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Ich hätte natürlich auch hier im... Tempel der Feuermagier schlafen können, aber irgendwie habe ich da erst zu spät dran gedacht. Gut. Wie sieht denn der Feuerball eigentlich aus? Das ist der Feuerpfeil. Oh, und der Feuerball ist ein ganzes Stück größer. Da bin ich schon sehr gespannt, wie der funktioniert. Ob wir damit ein bisschen mehr reißen können. Ich meine, klar, mit den meisten Kreaturen kommen wir noch mit dem Schwert fertig, aber wenn wir schon mal Magier sind, dann würde ich die Magie auch gerne sinnvoll einsetzen können. Dann wenden wir uns einmal gen Osten. Und hier vorne dürften ja noch keine Gegner sein, denn hier waren wir ja schon. Wir haben uns damals mit Grimm hier und den beiden Butlern hier vorne gekloppt, weil wir Bloodwind kein Schutzgeld zahlen wollten. Na, geht's euch noch gut? Aber da sind schon die ersten Gegner für uns. Ein paar Blutfliegen. Gut, die gingen ja auch mit dem Feuerpfeil ganz gut platt. Deswegen möchte ich hier den Feuerball noch nicht ausprobieren. Boah, das ist ein Scavenger, das ist eigentlich auch kein wirklich lohnenswertes Ziel. Das ist doof. Aber wir finden schon sicherlich irgendwas. Außer natürlich, der Feuerball macht Schaden in einem Gebiet und nicht nur da, wo er trifft. Das wäre interessant. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. So, ein Feuerball. Ich speichere vorher einmal. Nicht, dass das irgendwie nötig wäre, aber sicher ist sicher. Man weiß ja nie, was passiert. Ich würde gerne diesen Scavenger anvisieren. So, und den kann ich jetzt aufladen, nicht wahr? Ja. Boom. Ja gut, der Scavenger geht sofort drauf. Aber Schaden in einem Gebiet macht es anscheinend nicht. Naja. Egal. Ich glaube, ich habe mir die Rune so noch gar nicht näher angeguckt, nicht wahr? Was steht denn da überhaupt? Feuerball, genau. Mana kosten maximal 5 und Feuerschaden pro Mana 30. Ja, wenn wir uns das mal mit dem Feuerpfeil angucken, wenn wir den aufladen, ist der 5-mal so stark wie ein Feuerpfeil. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Können wir bis zu 150 Schaden mitmachen. Das ist ein Varan. An dem Varan möchte ich das jetzt mal richtig erproben. Ich vermute mal, dass ich den auch mit einem Schlag töten kann. Na gut, wenn der im Wasser ist, ist so ein Feuerball vielleicht nicht so das Effektivste. Was sind das? Viele Varane. Hm, ja, so ein Varan bringt das auch sofort um. Hm, aber irgendwie ist das immer noch eine Verschwendung. Denn gegen die Viecher kommen wir auch so ganz gut klar. So viel Erfahrung. Ist das toll. Varan. Ich möchte jetzt den Feuerball weiter nutzen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht aber unterbrechen lassen, während wir so einen Zauber aufladen. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Na komm her. Ich würde aber auch gerne mal so einen Lurker oder so finden.
und das an denen ausprobieren. Wie das da so funktioniert. So. Oh wei, jetzt müssen wir das Ganze auch noch ausnehmen. Also ich muss nicht, aber ich möchte natürlich nichts verkommen lassen. Ich meine, wie viel ist sowas von einem Varan wert? 4 Krallen, jeweils 15 Erzbrocken wert. Das heißt, wenn wir alle 4 verkaufen, kriegen wir nur die Hälfte des Wertes. Das heißt, 30 Erz pro Varan, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Können wir uns bald die nächste Rune von kaufen. Oh, was ist denn da hinten? Lurker! Jawohl. Jetzt kann ich den Feuerball nochmal an den Viechern erproben. Wusch, wusch, wusch. Und flieg! Ja, macht ordentlich Schaden an denen. Gibt bestimmt noch bessere Zauber. Ich meine, klar, es gibt ja auch noch höhere Kreise, deswegen... Natürlich gibt es bessere Zauber, aber... Oh, der macht sogar mehr Schaden als unser Schwert, der Feuerball. Das ist natürlich klasse. Das gefällt mir sehr gut. So, kommt her, ihr Viecher. Ja, gegen die Lurker lohnt sich das jetzt auch noch nicht so wirklich. Ich meine, die sind ja auch mit 2 Schlägen tot. Und da der Feuerball bei denen wieder nicht für Verbrennungen sorgt... Also, das wäre natürlich jetzt noch eine andere Sache. Wenn der Feuerball sie auch in Brand setzen würde, dann könnte ein Feuerball vermutlich sogar reichen pro Lurker. Dann wäre das tatsächlich eine annehmbare Alternative. Aber irgendwie bin ich noch nicht so richtig begeistert von der Magie hier. Aber es kommt bestimmt noch. Ich weiß zumindest einen Zauber, der, glaube ich, im 4. Kreis zu finden ist. Den ich ziemlich cool finde und es gibt dann noch andere Zauber. Glaube ich, die auch ganz okay sind, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich halt noch nie wirklich besonders mit diesem Magiesystem auseinandergesetzt. Aber das werden wir alles noch erfahren. Ich glaube, hier hinten ist überhaupt nichts, aber ich möchte trotzdem einmal hier entlang gehen, einfach um das alles abgeklappert zu haben. Und vielleicht freut euch das ja auch, wenn ich hier einmal mir alles genauer anschaue. Aber hier ist wirklich nichts. Das ist schade. Weil normalerweise findet man ja eigentlich überall was in der Welt von Gothic. Hier in dieser Kolonie. Egal, wo man da hingeht. Zumindest Gegner sind da. Aber hier waren jetzt nicht mal diese Gegner. Das ist schade. Naja, egal. So, eigentlich wollte ich in den Wald. Aber irgendwie waren hier noch Gegner. Aber jetzt machen wir uns... so richtig auf den Weg in den Wald. Ja, aber ich glaube, wir machen uns wirklich nur auf den Weg dahin und gehen noch nicht in den Wald selbst hinein. Denn ich denke, ich werde die Folge hier erstmal pausieren. Also pausieren, beenden besser gesagt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann hier heißt, dass wir aufpassen müssen, den Wald nicht abzufackeln mit unserer Feuermagie. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut!